Hallo Menschen, ich möchte heute über die gelesenen Bücher aus dem August sprechen und nur ganz kurz am Anfang noch erwähnen, dass ich eigentlich den ganzen Monat über auch noch Der Archipel Gulag, den zweiten Teil, las, allerdings immer noch nicht durch bin. Das kommt jetzt im September. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch 50 Seiten vor mir, aber das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum es insgesamt sonst nicht allzu viele Bücher waren, die ich beendete, weil ich eben die ganze Zeit noch an dem Archipel las. Das erste Buch, was ich beendete, war dann Das Spinnennetz. Das ist ein nicht vollendeter Roman von Josef Roth, was ich tatsächlich vorher nicht wusste. Was aber auch gar nicht so schlimm ist. Ich finde, es endet sogar an einer recht passenden, akzeptablen Stelle. Ich meine, natürlich ist es offen und man muss oder kann dann quasi noch so ein bisschen interpretieren oder sich selber denken, was passieren könnte, aber ich finde das gar kein so schlechtes Ende. Ich meine, es hätte mich schon interessiert, wie Josef Roth das Ganze enden lassen möchte, aber das ist nicht verkehrt. Eigentlich geht es um Theodor Lohse. Er ist Kriegsheimkehrer nach dem Ersten Weltkrieg, arbeitet dann, um einfach irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, bei einem jüdischen Juwelier und das, obwohl er eigentlich sehr, sehr starken Hass auf Juden hegt. Das rührt noch so ein bisschen aus seiner Kindheit her. Da gab es halt so einen jüdischen Mitschüler, der immer besser war als er. Allerdings ist es auch grundsätzlich in seinem Denken verankert. Also es geht wirklich ganz viel so in die Richtung, die klauen unsere Jobs und das böse Finanzjudentum und so weiter und so fort. Allgemein ist Theodor halt so ein bisschen ein Kriegsverlierer. Er kam dann halt zurück, arbeitet nicht wirklich in dem Beruf, den er studiert hat und lebt eben mit Mutter und Schwester zusammen. Und hier steht dann, also in deren Haus er lebte, geduldet, nicht wohlgelitten, wenig beachtet und, wenn es dennoch geschah, mit Geringschätzung bedacht. Die Mutter kränkelte, die Schwestern gilten, sie wurden alt und konnten es Theodor nicht verzeihen, dass er nicht seine Pflicht als Leutnant und zweimal im Heeresbericht genannter Held zu fallen erfüllt hatte. Ein toter Sohn wäre immer der Stolz der Familie geblieben. Ein abgerüsteter Leutnant und ein Opfer der Revolution war den Frauen lästig. Es lebte Theodor mit den Seinigen wie ein alter Großvater, den man geehrt hätte, wenn er tot gewesen wäre, den man geringschätzt, weil er am Leben bleibt. Also keine besonders prickelnde Situation und dann tritt er so einer rechten Gemeinschaft bei, die im Untergrund arbeitet, beziehungsweise eher so im Hintergrund großer Dinge, von der Theodor aber gar nicht so genau weiß, was die so direkt machen. Also es gibt auch eine sehr hierarchische Struktur. Er hält dann immer mal so Aufträge, er soll Sozialisten ausspionieren und dann eben auch verraten. Aber so was das große Ganze dahinter ist, das weiß er nicht, obwohl immer mal so die Rede ist von einem großen Clou. Und das Ganze wird dann auch alles noch so ein bisschen größer, es entwickelt sich. Theodor selbst veröffentlicht dann auch Hetzschriften in so rechten Zeitungen, wird selber auch noch ein bisschen bekannter und so weiter und so fort. Das ist ja auch nicht allzu lang. So für jemanden wie mich mit meiner politischen Ansicht ist das Buch teilweise manchmal fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, in dem Sinne, dass natürlich der Nazi sich dann das Geld von einem Juden leihen muss, weil er es selber halt nicht hinkriegt. Und natürlich sind die Juden tatsächlich auch alle irgendwie besser als er, also ihm zum Beispiel intellektuell überlegen. Und als Leser sieht man sofort, am Anfang ist Theodor halt so ein typischer Abgehängter, der die Schuld einfach nur auf irgendjemanden schieben möchte, ohne dass er das jetzt irgendwie genauer betrachtet, was da gesellschaftlich vor sich geht, sondern er denkt sich, ah, die Juden sind schuld an allem und arbeitet dann ja aber trotzdem bei einem Juden und so katzbuckelt natürlich auch vor seinem Chef. Also ist der absolut nicht konsequent. Und insgesamt würde ich sagen, obwohl es nicht vollendet ist, ist das ein recht gutes, aber ich eben schon auch, also es ist so leicht satirisch, es ist etwas überspitzt, also ein gutes Porträt eines Kriegsverlierers nach dem Ersten Weltkrieg. Vielleicht nicht das weltbewegendste Buch, wie gesagt, dafür ist es irgendwie vielleicht auch zu kurz. Aber ich habe es wirklich gern gelesen. Auf Arbeit beendete ich dann noch Camp. Das ist eben auch so ein Bildband mit einigen Textbeiträgen rund ums Campen, beziehungsweise eben einfach so das draußen Übernachten, auch auf recht viele verschiedene Arten und Weisen, beziehungsweise an vielen verschiedenen Orten oder Leute, die halt wirklich dann so in extremer Kälte so ein ganz tolles Zelt entwickelt haben oder auch Leute, die am Berghang übernachten, aber eben auch wirklich einfach so dieses, ja, irgendwo in den Bergen oder einfach in der Natur halt draußen schlafen. Was ich zuerst erwähnen muss, ist, dass hier richtig, richtig gute Bilder dabei sind. Es gibt echt kein mittelmäßiges, und das hatte ich schon bei einem. Die sind alle richtig schön, haben alle eine ganz tolle Atmosphäre und vermitteln so dieses Draußensein, finde ich sehr, sehr gut. Dafür muss ich sagen, dass mich der Text hier diesmal nicht so zu 100% überzeugt hat. Der ist jetzt auch nicht direkt schlecht und man merkt auf jeden Fall so die Liebe zur Natur, zum Draußensein. Wie gesagt, auch die Bilder vermitteln das ganz gut so in Kombination. Aber manchmal ist es für mich, hat das immer so eine komische Begründung, es ist nicht so ganz zusammengekommen. Eigentlich ist die Kritik ein bisschen seltsam, weil letzten Monat habe ich so sehr von Homecamp geschwärmt und da wurde ja jeder Text oder fast jeder Text von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Das fand ich aber ganz, ganz toll und diese Vielseitigkeit gefiel mir.
Hier in diesem Buch, in Camp, gibt es auch manchmal sogenannte Tagebucheinträge. Die sind dann von einer unterschiedlichen Person geschrieben. Aber ganz viel wurde eben auch vom Herausgeber selbst formuliert. Und teilweise schreibt er aber eben auch über andere Leute. Und irgendwie, ja, wirkte das auf mich nicht ganz so gut wie in Homecamp. Es war oft zu kurz, es war vielleicht, ja, ich muss es so formulieren, es war irgendwie mir nicht tiefsinnig genug. Oder ich, vielleicht hatte man auch einfach, man bekam nicht so viele Vibes mit von wegen, hier spricht jemand davon, was er wirklich liebt. Also ich meine, ich glaube, die gehen alle total gerne campen, ne? Das ist keine Frage, das kommt schon auch gut rüber. Aber mir fehlte, glaube ich, so ein bisschen das Umf. Also ihr merkt selber schon, so richtig gut kann ich es gerade nicht formulieren. Und das ist auch absolut kein schlechtes Buch. Ich möchte euch nicht davon abraten. Es ist vor allem halt extrem schön aufgemacht. Also da kann man nichts sagen, wenn ihr da irgendwie so ein bisschen, wenn ihr selber Camper seid. Ich glaube, für euch wäre das dann nochmal ein bisschen mehr was als für mich. Aber, und das muss ich dem Buch auch zugute halten, es hat bei mir die Lust aufs Campen geweckt. Was bis jetzt nämlich tatsächlich nicht so war. Ich war, glaube ich, auch nur, ich war nie so richtig Camper. Aber ich bilde mir ein, irgendwann mal mit so einer Gruppe Kinder oder jungen Leuten habe ich auch mal in einem Zelt übernachtet. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern. Und jetzt habe ich schon Lust, das auch mal zu machen. Ist irgendwie, ja, einfach eine interessante Art, so eine Nacht draußen zu verbringen. Gerade so als Großstadtmensch. Ich meine, klar bin ich nachts manchmal unterwegs, aber halt hier irgendwo, keine Ahnung, im Zentrum mit Straßenbahn. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht so häufig hat. Spricht mich also an. Es gab halt einfach nur keine Texte, in die ich mich jetzt irgendwie sprachlich reinlegen wollte, weil ich sie so schön formuliert fand. Und bei Homecamp habe ich ja letzten Monat zum Beispiel auch ein bisschen was zitiert. Also das ist eigentlich so hauptsächlich das, was mir jetzt als Unterschied auffiel, aber kein schlechtes Buch. Und zum nächsten Roman werde ich wahrscheinlich jetzt am längsten in diesem Video sprechen, nämlich Außer sich von Sascha Mariana Salzmann. Grundsätzlich will ich gleich mal am Anfang sagen, dieses Buch ist etwas für Leute, die mit unsympathischen Protagonisten und mit Inzest-Szenen besser zurechtkommen als ich. Ich hatte das Ganze eigentlich mit Sophie begonnen und sie hat es dann mal nur so unterbrochen, eigentlich noch nicht abgebrochen und meinte, ich soll mal weiterlesen, also wollte ich ohnehin machen, ich habe das Buch auch beendet, ich soll mal weiterlesen und ihr sagen, ob es sich lohnt. Und genau im nächsten Kapitel kam dann diese Inzest-Szene und das war dann eigentlich nur so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Zumal die halt, die bleibt auch komplett unkommentiert. Die wird im Buch selbst irgendwie überhaupt nicht aufgearbeitet oder nochmal angesprochen. Aber tatsächlich ist das auch nicht das Einzige, was mich jetzt an dem Buch gestört hat. An sich erstmal der Klappentext behauptet so ein bisschen, es ginge um Alisa, kurz Ali, die nach Istanbul fährt, um ihren Zwillingsbruder zu suchen, weil eine komplett leere, unbeschriebene Postkarte eben aus dieser Stadt kam und sie vermutet, dass er sich dort aufhält. Außerdem soll es viel um Herkunft und eben auch so ein bisschen Geschlechteridentität bzw. Identität allgemein gehen. Was Sophie und mich beide überraschte, ist der Fakt, dass diese Familiengeschichte wirklich über Generationen hinweg sehr detailliert aufgedröselt wird. Ich meine, klar hat das irgendwie indirekt Einfluss auf die eigene Identität, wo man herkommt, aber vielleicht ist das Leben meines Urgroßvaters jetzt auch nicht so wichtig für die Entscheidung, welchem Geschlecht ich mich zuordnen würde oder wo und in welcher Gruppe ich mich wohlfühle. Also ich war überrascht davon, ich habe nicht damit gerechnet. An sich finde ich eine russisch-jüdisch-deutsche Geschichte total ansprechend. Das habe ich ja schon ein paar Mal so ein bisschen in diese Richtung gelesen. Das gefällt mir, das interessiert mich und ich mag es vor allem, wenn historische Ereignisse an einer Person oder eben einer Familie verdeutlicht werden. Aber erstens fand ich die doch so ein bisschen klischeehaft oder ich meine, ich weiß nicht, ob wirklich ganz viele Leben in der Zeit so waren, aber es ist halt wie so typisch, es sind unglückliche Ehen, es sind Frauen, die geschlagen werden, es sind Leute in der ehemaligen Sowjetunion, die irgendwie gute Sportanzüge im Schrank aufbewahren, ohne sie jemals zu tragen, also so für irgendwann mal und dergleichen. Und das Zweite, was ich hätte tatsächlich lieber entweder so nur eine Familiengeschichte gehabt oder nur so diese Frage mit der Geschlechteridentität, denn ich finde, dass die Verbindung zwischen beiden nicht immer nachvollziehbar war oder beziehungsweise auch so der Aufbau des Buches, die Reihenfolge, wann jetzt etwas in der Gegenwart, wann was in der Vergangenheit spielt, war für mich nicht ersichtlich. Also da wird irgendwas über den Uropa erzählt und dann geht Ali eben in den Club tanzen. Und das, also ich habe diese zwei Ebenen nicht immer miteinander verbinden können und fand dann halt irgendwie, dann hätte man auch eins von beiden irgendwie weglassen können. Also war nicht ganz so meins. Was ich ein bisschen schwierig finde, sind die Körperlichkeiten in diesem Buch, die alle irgendwie in die Kategorie seltsam gezählt werden können. Jetzt bin ich selbst cis und nicht trans. Aber wenn ich das aus YouTube-Videos und online, ich war früher auf Tumblr viel unterwegs, wenn ich das halbwegs richtig mitbekomme, ist natürlich ist klar, dass Transpersonen häufig ein Problem mit dem eigenen Körper haben, egal in welcher Stufe der Transition sie sich befinden oder vielleicht haben sie auch gar nicht vor, irgendwie eine Transition zu machen, das ist klar. Hier aber, finde ich,
dass Ali die Leute halt wirklich auf so eine unangenehme, aufdringliche Art und Weise anfasst. Und anfangs habe ich nur gedacht, dass Ali sich eben so ein bisschen nach dem männlichen Körper sehnt, weil er den nicht hat, aber gerne hätte. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das so die falschen Signale an Leute sendet, die sich noch nie irgendwie mit dem Thema Transsexualität beschäftigt haben, weil das hier echt so ist, dass Transmenschen ja fast schon ein bisschen übergriffig wirken oder halt nicht, also eigentlich, naja, nee, nicht nur Ali, sondern es kommt halt noch jemand vor. Und es ist halt wirklich so, dass jede zwischenmenschliche Körperlichkeit immer komisch ist. Es gibt keine irgendwie so ganz gute, normale, gesunde, finde ich. Und außerdem wird das Thema Transition im Buch immer mit Alis Bruder in Verbindung gebracht. Also in dem Abschnitt des Buches wird Ali noch als sie bezeichnet. Sie sagt dann zum Beispiel, ich werde zu Anton. Und das wirkt manchmal so ein bisschen, als käme das gar nicht aus Ali selbst, also als sei das keine persönliche Sache, sondern als würde sie quasi nur ihren Bruder imitieren. Und das kommt mir einfach wie so ein bisschen eine komische Trans-Repräsentation vor. Also jetzt ist es so, dass Salzmann selbst ist zwar nicht heterosexuell, aber nicht transsexuell. Also ich weiß, dass es auch unterschiedliche Dinge sind. Ich wollte es nochmal sagen, dass sie sich wahrscheinlich in den Bereichen schon bewegt, sich durch ihre Freunde vielleicht auch damit auskennt. Und sicherlich hat sie ja bestimmt irgendwie transsexuelle Sensitivity Readers, wie sagt man da auf Deutsch? Also gehabt, Leute, die drüber gucken, ob das irgendwie störend ist. Und ich will als Cis-Mensch überhaupt nicht behaupten, dass das falsch ist, aber es fiel mir auf. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das auf Leute einfach nur ganz, ganz seltsam wirkt und halt nicht auf die gute Art und Weise, dass man sich dann damit auseinandersetzt, sondern auf eine eher abschreckende Art und Weise. Zumindest fand ich die Zwischenmännlichkeiten in diesem Buch grundsätzlich unangenehm und also hätte das, egal in welcher sexuellen Kombination oder so das gewesen wäre, das ist einfach komisch und ich habe Angst, dass Leute das mit Transsexualität in Verbindung bringen. Allerdings will ich jetzt andere Leser auch nicht unterschätzen. Aber ja, es fiel mir auf, kann man vielleicht erstmal sagen. Das ist auch nicht das Einzige, was mich an dem Buch nervte. Ali selbst ist halt wirklich so wie ein störriger Teenager. Es geht auch ganz viel so um Partys und Sex und auch um bewusstes Abgefucktsein und dann auch dieses Rumlümmeln, obwohl er behauptet, dass er eigentlich seinen Bruder suchen will. Das ist alles nicht so meins. Am Ende des Buches oder ja, bei zwei Dritteln oder so gibt es dann auch mal einige Kapitel aus Antons Sicht, also aus der Sicht des Bruders. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir jemand noch unsympathischer werden kann als Ali. Aber hey, Anton hat es geschafft. Was ich positiv erwähnen möchte, obwohl ich euch ehrlich gesagt, ich kann das Buch nicht empfehlen, aber es ist wirklich sprachlich sehr, sehr gut. Ich finde, dass es da einige innovative Formulierungen gab. Ich mag ihren Stil sehr. Ich würde also auch ein neues Buch von ihr nochmal in die Hand nehmen. Es gefiel mir auch, dass manchmal hier kyrillische Schrift mit drin ist und dass es so ein bisschen eine Repräsentation so für dieses Sprachkauderwelsch ist, in dem unsere Protagonisten leben. Also nicht nur, in dem sie aufgewachsen sind, sondern Ali ist ja jetzt eben auch in der Türkei. Auch das sind nochmal so ein paar Begriffe mit dabei. Ich mochte auch diesen leicht lakonischen Stil. Das ist zwar relativ typisch, finde ich, für junge deutsche Gegenwartsliteratur, aber der gefiel mir. Zum Beispiel wurde manchmal wirklich Elend, also ne, man kann sich das vielleicht vorstellen, jüdische Familiengeschichte im 20. Jahrhundert, aber Elend wurde so in einem Nebensatz erwähnt. Also ich will das nicht in jedem Buch, ich finde manchmal muss man sich schon auch ernst und ruhig und lange mit schwierigen Ereignissen der Geschichte beschäftigen, aber das hat man jetzt vielleicht auch schon häufig genug, deswegen fand ich das relativ gut und innovativ, aber man kann das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, das ist wirklich nur was für Leute, die gern darüber lesen, wie Menschen, also oder dass Menschen sich noch nicht gefunden haben und eben noch auf Identitätssuche sind. Das kann interessant sein. Es ist aber wirklich nicht so meins, wenn ich auf 300 Seiten von Menschen lese, die nichts auf die Reihe kriegen und nur herumirren. Ne, also ja, es sind wichtige Themen drin und es gibt auch vielleicht verschiedene Interpretationsansätze, zum Beispiel für diejenigen, die es gelesen haben, ohne dass ich jetzt spoilere, aber ganz am Ende gibt es ja nochmal eine gewisse, wird Ali auf eine gewisse Art und Weise angesprochen. Ich muss auch zugeben, dass ich am Ende, ich war so genervt von den Protagonisten, dass ich keine große Lust hatte, mich jetzt noch mehr mit dem Buch zu beschäftigen, noch über irgendwelche anderen Interpretationen nachzudenken, die jetzt großartig über dieses Identitätsproblem hinausgehen. Und ja, falls ihr noch mal ein bisschen eine positive Meinung hören wollt, ich meine mich zu erinnern, dass Caro das Buch letztes Jahr sehr, sehr mochte. Falls es da ein Video gibt, suche ich das nochmal und verlinke es euch dann unten. Aber meins war es nicht. Danach fuhr ich dann in den Urlaub und nahm drei kleine Reklamheftchen mit, alle von Henrik Ibsen. Das erste war Ein Volksfeind. Das habe ich wirklich gemocht. Hier geht es um einen Kurarzt, der feststellt, dass das Wasser
welches eben das Kurbad speist, verseucht ist. Und er geht an diese Sache ran, wirklich wie, oh Mensch, das ist ja super, dass ich das entdeckt habe, nicht, dass wir hier irgendwas Falsches machen. Und er denkt, dass die Leute ihn dafür lieben werden, dass er diese Sache aufgedeckt hat. Er hat aber nicht so ganz bedacht, dass eben viele Leute wirtschaftlich von diesem Bad abhängig sind und deswegen vielleicht nicht so ganz an der Wahrheit interessiert sind. Dementsprechend kann man sich die Themen auch schon so ein bisschen denken. Es geht um Korruption, es geht um die öffentliche Meinung, es geht auch um Mob-Mentalität, es geht um Wirtschaftsinteressen. Ich würde aber sagen, das ist gar nicht so sehr um Umweltfragen dreht. Natürlich steckt es irgendwie so ein bisschen drin, weil eben also auch andere Firmen weiter oben am Fluss eben diesen Fluss verseuchen. Aber eigentlich geht es eher darum, wie die Gesellschaft mit der Sache umgeht. Jetzt habe ich 10.000 Mal gesagt, es tut mir leid, ist egal, ich drehe es jetzt nicht nochmal neu. Und ich war anfangs ein bisschen hin und her gerissen beim Buch, denn zu Beginn ist einem dieser Kurarzt sehr sympathisch. Ne? Er kämpft für die Wahrheit, das ist natürlich toll. Aber dann wird er zunehmend so ein bisschen, fast schon ein bisschen größenwahnsinnig. Und es geht dann gar nicht mehr so sehr nur um das Kurbad, sondern er hat da so seine eigenen Ideen, was eben auch verschiedene Gesellschaftsschichten betrifft und quasi unwerte Menschen und so weiter und so fort. Das nimmt dann wirklich nochmal so ein bisschen eine andere Richtung. Und ich stellte mir einfach die Frage, wäre das nicht noch viel tragischer gewesen, wenn eben eine wirklich gute Person scheitert, wenn dieser Arzt eben ein grundnetter Mensch ist, der dann an fremden Eigeninteressen quasi so ein bisschen zugrunde geht, weil ihm quasi jeder noch so ein bisschen was reindrücken will, obwohl sie anfangs behauptet haben, ihm vielleicht auch beizustehen und toll, dass du hier die Wahrheit aufdeckst. Andererseits zeigt das halt ganz gut, dass auch vermeintlich gute Personen negative Seiten haben und sowieso gibt es eigentlich wenig schlechte Personen in diesem Stück. Ich meine, natürlich ist das scheiße, sowas zu vertuschen. Aber der Arzt hat es halt auch umgedreht und nicht ganz zu Ende gedacht. Und man kann auch sagen, dass das Ganze ist eben keine reine Tragödie, sondern es ist eher eine Gesellschaftssatire. Es gab auch wirklich witzige Momente und insofern ist es doch eigentlich ganz gut, so wie es geschrieben ist. Also es muss gar nicht unbedingt alles so diese klassische Tragödie, dass alles zugrunde geht, sondern hier ist jeder ein bisschen blöd und das ist eigentlich auch ganz gut so. Also ich habe es wirklich sehr, sehr gern gelesen. Es war unterhaltsam, sogar lustig an manchen Stellen, aber eben trotzdem noch kritisch. Und es hat auch reklamtypisch ein sehr gutes Nachwort, was das Ganze nochmal so ein bisschen in Ibsens Leben einordnete. Und außerdem habe ich aus diesem Buch eine tiefe Weisheit fürs Leben entnommen, nämlich man sollte eben niemals seine beste Hose anziehen, wenn man für Freiheit und Wahrheit kämpfen will. Und das ist jetzt mein Wort zum Sonntag für euch. Der zweite Ibsen war dann Nora, ein Puppenheim. Und beschrieben wird eben das Leben Noras. Sie ist die Frau eines Rechtsanwaltes, ist prinzipiell den ganzen Tag zu Hause, hat aber ein Geheimnis. Ich hatte vorher so ein bisschen gehört, dass eben feministische Themen aufgegriffen werden. Und ja, das ist mehr oder weniger auch der Fall. Also zum Beispiel auch der Schluss ist sehr selbstbestimmt für Nora. Sie geht da so ihren eigenen Weg. Ich hatte aber erwartet, und da kann jetzt Henrik Ibsen nichts dafür für meine falschen Erwartungen, aber dass sich das vorher irgendwie schon mehr andeutet, dass Nora zum Beispiel ein Freigeist sei. Und das ist sie wirklich nicht, kann man nicht behaupten. Bei ihr ist der Auslöser für diesen selbstbestimmten Weg eher eine persönliche Enttäuschung. Das heißt, man könnte jetzt nicht behaupten, dass sie irgendwie eine Vorreiterin der Frauenrechte sei oder dergleichen. Nur, dass ihr keine falschen Erwartungen habt. Und außerdem ist es wirklich so, ihr Mann ist furchtbar. Der nimmt sie genau null als Mensch wahr. Nennt sie zum Beispiel auch immer nur so meine kleine Lerche und mein kleines Eichhörnchen. Das ist furchtbar. Jedes Mal, als ich das lesen konnte, hat sich so ein bisschen Breche in meinem Mund gesammelt. Und er liebt sie wirklich nicht um ihretwillen, sondern immer nur so ein bisschen als ein nettes Attribut für ihn. Und da dachte ich auch kurz so ein bisschen, dass das vielleicht etwas zu plump ist. Ne? Also es wäre, finde ich, irgendwie, es wäre schwieriger oder interessanter gewesen, wenn der vielleicht wirklich ein liebender Mensch gewesen wäre, der aber in den Vorstellungen seiner Zeit zum Beispiel gefangen ist, aber seine Frau schon wenigstens irgendwie als Person wahrnimmt und liebt und sie nicht nur so als ein Accessoire für sich selbst sieht. Aber das ist wirklich nur so eine winzige Kritik. Insgesamt habe ich das Buch sehr gemocht. Ich mag, wie es die Institution Ehe und eben die Stellung der Frau behandelt. Ich fand auch total interessant, dass das Ende bei der Uraufführung geändert wurde, was das komplette Buch für mich ändert. Also ich finde es sehr, sehr gut so, wie es jetzt geschrieben ist und ja, war aber spannend, das dann noch im Nachhinein zu lesen. Und es geht aber neben dieser Selbstbestimmung auch noch so ein bisschen um Recht und Schuld. Zum Beispiel gibt es diesen ganz kurzen Austausch. Die Gesetze fragen nicht nach den Beweggründen. Und Nora antwortet, dann müssen es aber sehr schlechte Gesetze sein. Also sie versteht das auch gar nicht so richtig, wie da eventuell jemand ganz stur nach dem Gesetz handelt, weil sie hat
Sie wollte quasi etwas Gutes tun, das spielt dann noch so ein bisschen Rolle. Wer es gelesen hat, weiß, wovon ich jetzt rede. Ja, aber vor allem so die Frage nach der Selbstbestimmung hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hätte vielleicht davon nur ein kleines bisschen mehr gerne noch im Buch gehabt und jetzt nicht nur im Finale, aber grundsätzlich empfehlenswert. Und als letztes kam dann noch die Wildente. Das fand ich von den dreien jetzt am schwächsten, aber es ist immer noch nicht schlecht. Hier geht es einmal um Gregers Werle und dann Hjalmar Ekdal. Ich hoffe, man spricht die beiden so aus. Und zwar ist es so, dass der Vater des Ersteren damals mit dem alten Ekdal zusammengearbeitet hatte. Allerdings wanderte Ekdal wegen einer dubiosen Affäre ins Gefängnis. Und wir lernen aber relativ schnell, dass Werle theoretisch auch mit Schuld war und ins Gefängnis hätte gehen müssen, sich aber irgendwie herauswand. Und das führte dazu, dass es der Werle-Familie inzwischen richtig gut geht, der Ekdal-Familie eben eher nicht. Und jetzt kommt eben der junge Werle und der entdeckt da noch so ein paar Intrigen und Geheimnisse, teilweise sind es auch eher Vermutungen von ihm und er möchte dem jungen Ekdal die Augen öffnen. Und er geht da wirklich komplett so idealistisch ran. Er ist der Meinung, dass die Wahrheit immer das Beste ist und dass das Ding Ekdal quasi erheben würde, wenn er das jetzt alles so ein bisschen aufklärt. Und so viel kann man vielleicht schon sagen, das Ganze geht furchtbar nach hinten los. Dementsprechend ist das Hauptthema hier natürlich Wahrheit. Es geht aber auch ganz viel so ein bisschen um quasi so persönliche Lügen, die man sich erzählt oder an die man tatsächlich irgendwann glaubt, weil sie das Leben leichter machen. Oder dass man sich Dinge vielleicht manchmal auch so ein bisschen schönredet. Und außerdem geht es natürlich auch um die Frage nach den Werten. Also ist Wahrheit immer rein, um der Wahrheit willen zu verteidigen oder auch nicht. Also es taucht dann zum Beispiel später noch eine andere Person auf, ein Arzt, der aber eher sich auch so ein bisschen, also nicht nur der körperlichen Leiden annimmt und der behauptet zum Beispiel, also es ist eine Frage hier, und welche Therapie wenden Sie bei Hjalmar an? Und er antwortet mit, meine übliche. Ich sorge dafür, dass ihm seine Lebenslüge erhalten bleibt. Und dann später geht er noch ein bisschen drauf ein. Dabei fällt mir ein, Herr Werle Junior, benutzen Sie doch bitte nicht das Fremdwort Ideale. Wir haben doch das gute norwegische Wort Lügen dafür. Und weiter unten, das wäre für ihn sicher das Schlimmste. Wenn Sie einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge rauben, dann nehmen Sie ihm gleichzeitig sein Glück. Also auch hier wieder viele Überlegungen dabei oder so kleine Ansätze, die man ja auch auf sein Leben beziehen kann oder allgemein auf die Gesellschaft, auf Leute, an was man so glaubt, ob Wahrheit und Aufklärung immer gut sind oder eben auch nicht. Es war einfach nur nicht ganz so mitreißend. Ich finde, es zog sich etwas, also auch bis der Leser dann so alle Verstrickungen bemerkt hat. Es war gut, hab's gern gelesen, aber jetzt nicht das Beste von den dreien, also wirklich ein Volksfan fand ich sehr gut und Nora spricht mich halt auch so ein bisschen an wegen der mehr oder weniger feministischen Tendenzen und das hier war ganz nett und schön, dass ich halt meine Sammlung erweitern konnte. Ich glaube, habe ich 3 Ibsens dieses Jahr gelesen und dann schauen wir mal. Also ich bin noch sehr interessiert an seinen Stücken weiterhin. Gespenster möchte ich, glaube ich, als nächstes lesen. Mal schauen. Ich mag das, wie er so gesellschaftliche Themen da in seinen Dramen aufarbeitet. Und als letztes las ich noch ein Kinderbuch auf Arbeit. Das ist relativ selten bei mir, aber hier wurde ich so ein bisschen vom Cover angezogen. Ist halt wirklich genau passend aktuell so bei meinem Naturinteresse. Und das hier, würde ich sagen, kann man so für Kinder ab 8 nehmen. Also ich fand das immer ein bisschen schwierig mit der Einschätzung. Und bei mir ist es ja tatsächlich so, wenn überhaupt, lese ich lieber ein Kinder- als ein Jugendbuch, aber zu beiden greife ich relativ selten. Hier in diesem Buch geht es eben um Nemi, die sitzt am Anfang der Geschichte mit ihrer Schwester an der Haltestelle, die guckt aber die ganze Zeit nur auf ihr Handy und Nemi hört dann jemanden Hey schreien. Das ist relativ leise, sie meint, dass das aus dem Wald kommt. Ihre Schwester hört allerdings nichts und Nemi macht sich dann auf, so ein bisschen die Quelle dieses Heys zu suchen, geht in den Wald und findet dort so ein kleines Moos und Rinden bewachsenes Männchen aus Zweigen und mit einem Pilzhut, den sie eben den He-Mann tauft, weil der so ruft. Eigentlich sah sie zuerst den seltsamen Hut. Er war wie die Kappe eines Pilzes geformt und hatte dieselbe Farbe wie die Buchenrinde, grau mit einem Anflug grün oder grün mit einem Stich grau darin. Der Hut hatte eine breite Krempe, an den Rändern gezackt wie ein Blatt. Und unter der Krempe funkelten 2 helle Augen wie schnelles Wasser in einem sonnenbeschienenen Bach. Unter den Augen wiederum rauschte von den Wangen bis zum Kinn ein Bart. Er rauschte tatsächlich, so als wühlte der Wind darin. Aber das war nicht einmal das Seltsamste, denn der Bart war nicht aus Haaren, sondern aus Laub. Und dieses Laub, lichtgrün und rotbraun und alles dazwischen,
schien rund und rund um das kleine Gesicht zu fließen. Und dann wird in jedem Kapitel ein Tag erzählt. Nimi geht eben meistens in den Wald, nicht immer, und dort lernt sie etwas über die Natur, lernt auch etwas so ein bisschen über die Verbindung aus Menschheit und Natur und was sich eventuell verschoben hat und so weiter. Mir hat das Ganze total gut gefallen. Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, das für Kinder einzuschätzen, denn, also ich will niemandem davon abhaben, wie gesagt, ich fand es toll, aber vielleicht könnte das doch ein bisschen zu langweilig sein. Also irgendwie, es gibt halt kein wirkliches Abenteuer, es passiert nicht wirklich viel. Es ist sehr ruhig, sie geht in den Wald und redet mit dem Hämann und abends malt sie dann meistens so ein bisschen was, worüber ihr der Hämann erzählt hat. Also ich kann das total schlecht einschätzen. Ich meine, auch die Öko-Botschaft, die drinsteckt, die fand ich gut, passt schon, das kann man Kindern schon erzählen. Ich meine, klar, als Erwachsener habe ich jetzt nichts Neues gelernt, mir ist da vieles schon bewusst, aber ich finde es schön, wenn man so ein bisschen die Liebe zur Natur weitergibt. Und das Buch weist auch so ein bisschen darauf hin, dass man eben ganz viele Dinge nicht mehr weiß, also einfach schon Begriffe, aber eben auch die Kreisläufe der Natur oder manchmal einfach nicht weiß, was das jetzt für ein Baum ist, weil unser Leben heutzutage eben oft abseits der Natur stattfindet, beziehungsweise die Natur eben absichtlich und auch oft relativ übergriffig verändert oder zurückgedrängt wird und dergleichen. Also für mich war das eine total schöne kleine Geschichte zwischendurch. Wie gesagt, ich habe es halt auf Arbeit gelesen. Kann es schlecht einschätzen für Kinder, das irgendwie müsst ihr das selber einschätzen, ob euer Kind eine Abenteuergeschichte braucht. Da kenne ich mich nicht mit aus, aber für mich war das eigentlich ein ganz schöner Abschluss des Monats. Halt, stopp! Ich habe noch ein Buch vergessen, nämlich auch eines, was ich auf Arbeit las, und zwar In der Natur zu Hause. Auch hier sind zwar nicht allzu viele, aber richtig gute Fotos drin. Die sind alle sehr stimmungsvoll, wirklich immer passend zu den Texten und eben auch so von der Komposition her sehr schön, was die Tiefenschärfe und dergleichen anbetrifft. Also die Leute können echt alle gut fotografieren. Und das ist eben eine Mischung aus so persönlichen Erinnerungen an Reisen oder auch manchmal einfach nur so ans Draußensein und davon ausgehen dann halt noch so ein paar allgemeinere Überlegungen, also allgemein so, warum sind Menschen draußen und dergleichen, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil es eben nicht so diese großen Dinge sind, also nicht ich reise jetzt einmal quer durch Südamerika oder wandere nur mit einem Rucksack durch eine Wüste, sondern es sind eben eher Dinge in der Umgebung. Also manchmal war es auch einfach nur, dass er für seinen Sohn und die Freunde so ein kleines Zeltcamp in seinem eigenen Garten gemacht hat oder dass er zu dem Bach aus seiner Kindheit zurückgekehrt ist, wo er halt früher immer rumtollte, oder es geht eben um also darum, wie man im Winter zeltet. Das heißt, es sind alles eher so kleine Dinge, und das fand ich total sympathisch. Also für jeden irgendwie machbar, glaube ich. Also selbst wenn man in der Großstadt wohnt, das sind so Sachen, da muss man nur mal eine Stunde aus der Stadt rausfahren oder so, und dann könnte man das schon nachvollziehen. Fand ich insofern als Buch extrem sympathisch. Ich weiß nicht, ob der Autor mir als Mensch in echt immer sympathisch, also doch, nett ist er schon, aber ich glaube, wir wären keine total dicken Freunde geworden. Er ist so ein Pfeife rauchender Typ, der mit der Hand Fische fängt und seine eigenen Messer herstellt. Das ist schon sehr, sehr anders als ich. Aber das Buch ist wirklich eine ganz schöne, ruhige Auseinandersetzung mit der nahen Natur. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also auch hier muss ich zwar sagen, es gab irgendwie keine irgendwie so herausragenden Zitate, die ich mir jetzt an die Wand schreiben möchte oder dergleichen. Aber im Gegensatz zu Camp zum Beispiel, was ich ja auch schon vorgestellt hatte, lässt es sich für jedes Thema oder für jede Erinnerung, die er da so beschreibt, richtig viel Zeit, und dementsprechend bekommt man auch irgendwie ein gutes Gefühl dafür, was das jetzt für ihn, für den Autor bedeutet und warum diese Geschichte in dem Buch jetzt drin sein muss, soll, und was das alles so ein bisschen zu seinem Verständnis der Welt und der Natur beigetragen hat. Das heißt, es hat mir richtig, richtig gut gefallen, und ich habe es jetzt nicht auf Arbeit gelesen, weil ich es irgendwie blöd fand und mir nicht kaufen wollte, sondern weil ich halt immer irgendwas auf Arbeit lese. Und es hat, ja, hat mir gut gefallen, habe ich gerade schon gesagt. Und es kann ich insofern als Empfehlung weitergeben, für vor allem für diejenigen von euch, die halt jetzt nicht so von den großen Reisen einmal quer durch die Welt irgendwie träumen. Oder für, also es könnte natürlich trotzdem machen, aber die so ein Buch wollen, was eher so im Kleinen und in der Umgebung spielt. Wie immer könnt ihr mir ein paar Meinungen zu den Büchern dalassen, wenn ihr etwas selber schon gelesen habt oder wenn ich euch eventuell Lust auf etwas gemacht habe. Und ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.